Es stürmt und nicht nur hier in Japan. Tokio ist nicht direkt betroffen, aber wir haben Taifunwarnung in Japan. Osaka wird getroffen. Also da geht der Sturm gerade erst richtig los. Wer aber auch stürmt, das ist der DAX beispielsweise, aber auch der amerikanische Markt. Der stürmt nämlich mal wieder nach oben. Aber irgendwas zu maulen ist immer, denn ich bin wieder nicht zufrieden. Denn ich kann mir vorstellen, dass das, was ich beim DAX im Moment sehe, eigentlich eher eine Korrektivbewegung ist. Also sprich, so richtig den Schub noch nicht hat. Klar, in den kleinen einzelnen Ärmchen, die wir dann nach oben sehen, schon. Aber insgesamt gefällt mir das im kürzerfristigen Chart noch gar nicht so sehr. Besonders hübsch ist es eigentlich beim Nasdaq zu sehen, denn der ist relativ offensichtlich fünfwellig nach unten marschiert. Und jetzt sehen wir so ein bisschen so eine ABC-Kiste nach oben. Und natürlich ist A und C, wenn Sie jetzt das erste Mal hören, werden Sie sagen, was erzählt uns der Mann da? Nein, aber wer sich ein bisschen schon auskennt, das sind so typische Chartformationen, Zigzag-Formationen. Und wenn ich so eine ABC habe, die A ist natürlich schubmäßig, die C ist schubmäßig, aber dann ist auch schnell vorbei. Es ist nicht gesagt, dass wirklich der Run nach oben schon schnell vorüber sein muss, aber die Chancen sind nun mal nicht schlecht, dass das Ganze nur ein Intermezzo in einem Abwärtsmarkt ist. Also aufgepasst, wir müssen also genau aufpassen, ob die Zwischenniveaus halten oder ob der Markt sich doch noch mal nach unten weiter fortsetzt. Wem das alles zu hoch ist, der möge sich mal den Euro gegen US-Dollar angucken, denn der ist relativ schwach, aber sehr stark in der Aussagekraft aktuell, denn alle Abwärtsbewegungen, 15-Minuten-Chart beispielsweise mal angeguckt, ruhig ein bisschen zusammenschieben, es geht um den Verlauf, nicht um jeden einzelnen Balken oder jede einzelne Kerze, dann sehen wir schubweise nach unten und dann geht das wackelig nach oben und wieder schubweise nach unten. Das ist so ein wunderschönes Ding. Zeichnen Sie mal Trendkanäle ein, zeichnen Sie vielleicht mal diese Zwischentiefs ein, die wir ja immer wieder auch mal vorstellen im Trade des Tages und dann können Sie das bei vielen, vielen Charts wiederfinden und entsprechend auch zur Anwendung bringen. Also es ist nicht beschränkt auf den Aktienmarkt, es ist nicht beschränkt auf den Euro gegen US-Dollar. Gucken Sie Ihren Lieblingstitel an und sehen Sie dort im Prinzip genau die gleichen Verhaltensmuster und Sie sehen ungefähr das gleiche Bild. Ansonsten heute kleiner Verfallstag, also vielleicht nicht ganz uninteressant, wie der Markt sich da heute bewegen wird. Natürlich hat das einen Einfluss auf den Markt, trotz alledem, egal wie der Einfluss auf den Markt ist, am Chart kann man ablesen, was die Marktteilnehmer davon halten und wie die darauf reagieren. Also lassen Sie sich leiten von den anderen und gucken Sie, wie stark und intensiv Sie die ein oder anderen Bewegung einschätzen. Das Töff-Töff zeige ich mal eben. Das finde ich niedlich hier in Japan. Ich schweife ab. Ich weiß, die LKWs sind alle winzig. Alle natürlich nicht, aber oft in den Städten. Aber die Straßen sind auch manchmal gerade so in den Wohngebieten sehr, sehr klein. Aber das soll nicht das Thema sein, sondern nur die Lärmerklärung. Trotz alledem gucken Sie sich das an, was die Marktteilnehmer machen, als Reaktion auf diese Bewegung, die wir haben im Zuge des Verfalls und von Daten. Und dann haben Sie eine Idee, was da als nächstes ansteht. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen für heute erstmal alles Gute und wünsche Ihnen ein tolles Wochenende. Natürlich vorher noch viele erfolgreiche Trades. Nächste Woche sehen wir uns wieder und schauen Sie sich den Trade des Tages an. Ich könnte mir vorstellen, es lohnt sich.